Ja, das heißt, dieser Genre von den Games, diese klassischen Jump'n'Run-Spiele. Dieses 3D-Jump'n'Run mit, aber wo es um mehr geht als nur die Level machen, sondern wo du auch ein paar Quests hast, wo du Rätsel hast. Okay. Ja, nee, das gibt's so einfach nicht mehr. Ich muss es nicht verkaufen, weil ich unendlich viel Kohle habe. Da ist der Spielspaß verloren gegangen um 0,5. Ja, aber da sind wir aber wieder beim Punkt, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich kaufe mir aus dem Store irgendwie, keine Ahnung, eine Karte, wo ich dann im Spiel In-Game-Währung von 2 Millionen habe, bleibt das jedem selbst überlassen. Das ist ja das, ne? Was meinst du, wie lange ich bei Battlefield sich die Leute drüber aufregen? Ja, vor allem auch dieses ganze Hin und Her und mit 60 Frames oder 30 Frames kann ich nicht mitleben. Das ist immer von den PC-Spielern so ein Totschlagargument. Ja klar, sieht man das blablabla, 60 Frames, 30 Frames. Ja und? Man sieht geniale aber Spiele auch, bleiben geniale. Man sieht es, ich weiß, dann, man sieht es, klar. Wenn man halt auch sehr genau hinguckt, ne? Und vor allem, also wirklich relevant ist es nur in schnellen Spielen, wo die Reaktion viel zählt. Ego-Shooter zum Beispiel. Ja. Ego-Shooter, super. Ist der Gamertag ja gleich der Name, das wird Onkel René sein, der Onkel Flexi und der Onkel Consumo. Und das wird auch immer so sein und genauso in der Zukunft. Back to the Future, und damit sind wir auch grandios ins nächste Thema auch quasi reingeschnittert. Wie sieht's denn bei euch aus mit Filmen? Was habt ihr denn früher so für Filmchen geguckt?